Herzlich willkommen zu einer neuen Kameravorstellung. Heute sprechen wir über die FX3, eine neue Kamera in der Cinema Line von Sony. Bisher kennen wir die FX9 sowie die FX6. Jetzt dazu in der Cinema-Linie hinzugekommen ist die FX3. Ich hatte das Vergnügen, bei dem Shooting der Sony Alpha 1 Behind-the-Scenes-Aufnahmen mit der FX3 zu machen. Als erstes muss ich sagen, die Kamera fühlt sich an wie ein Panzer. Enorm hochwertig verarbeitet und bietet schon vom Gehäuse aus viele Möglichkeiten, verschiedene Gerätschaften über ein Viertelgewinde zu montieren. Ist wohl die erste Kamera, wo der zusätzliche Kauf eines Cages wegfällt. Verbaut ist ein Vollformatsensor mit 10,2 Megapixel und einer maximalen ISO von 409.600. Kommt uns das nicht bekannt vor? Im Grunde genommen ist diese Kamera irgendwie eine A7 S3, gehört aber zur Cinema Line von Sony. Einige der Qualifikationen, die FX3 als Cinema-Kamera zu bewerten, sind zum Beispiel der interne eingebaute Lüfter, den man auch einstellen kann. Ich habe zwar keine Dauer-High-Framerate-Aufnahmen gemacht, habe aber schnell festgestellt, dass die Kamera trotz langanhaltender Betriebszeit und natürlich auch Aufnahmen keine Hitze erzeugte und das in so einem kleinen Gehäuse. Sony gibt mit ihren Tests an, dass die Kamera ununterbrochen in 4K 60p XAVCSI 10-Bit 422 in einer Umgebung mit 25 Grad gepowert mit USB aufnehmen kann. Des Weiteren wird aber auch gesagt, dass die kontinuierliche Aufnahme eines einzelnen Clips ca. 13 Stunden beträgt. S-Cinetone ist jetzt wie bei der Alpha 1 sowie natürlich Sony FX9 und FX6 zum Nutzen vorhanden. Des Weiteren findet ihr im Lieferumfang ein Top-Handle mit XLR-Eingängen, der an die FX3 fest verschraubt werden kann. Ich mochte es beim Film sehr, die Kamera mit dem XLR-Top-Handle zu nutzen, auch wenn ich die XLR-Ports nicht genutzt hatte. Sehr klug finde ich, dass die Stromspeisung zu den XLR-Ports ein- und ausgeschaltet werden kann. Somit kann man den oberen Griff auch einfach nur als Griff für die Stabilität nutzen, ohne Akkuleistung zu verbrauchen. Der UVP der Kamera liegt bei 4.700 Euro. Wann geliefert wird, wissen wir noch nicht. Natürlich könnt ihr euch jederzeit telefonisch wie auch per E-Mail bei uns melden. Und dann bis dann hoffen wir natürlich, dass wir für euch neue Updates zur FX3 haben. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.